Pressekonferenz nach dem Easy Credit Basketball-Bundesligaspiel der BG Göttingen gegen die HAKRO Merlins-Kreilsheim. Das Spiel endet 93-80. Es waren heute 3.376 Zuschauer in der Sparkassenarena. Zu meiner Rechten begrüße ich Thomas Isalo, Head Coach der HAKRO Merlins. Zu meiner Linken wie immer Johann Reuerkers, Head Coach der BG Göttingen. Ich bitte Herrn Isalo um sein Statement zum Spiel. Willkommen zu Beginn. First of all, congratulations to Göttingen and Coach. Thought they were much better if you take into account the whole 40 minutes as a big picture. We had a horrendous start to the game. It wasn't the first time this season, and trying to figure out what to do about those starts that we had, and we felt like we made some progress last week in the game with Jena. Today, there was, unfortunately, it's always a new game and you have to show up again, and we didn't do it, and Göttingen punched us right in the mouth. And we recovered once, twice, but we do not have the ability at the moment to put together a 40-minute performance that's stable enough. There are certain runs caused by our style of play, which is, let's say, high-paced. And then there's going to be some runs within the game because of the big amount of three-point shots that we take, and that you can see within the game. The thing that's puzzling to me is the lack of focus and effort at certain times on the defensive end, and especially the lack of awareness about who are threats and in what situation. We as a coaching staff naturally have to do a much better job preparing the guys. And then there's also the responsibility that falls on the players of looking to execute the game plan and taking away the main options. Again, no, I don't want to take anything away from Göttingen. Coach has done a great job with the team. I really like how they play. We aren't the first team that this has happened to this season, and they were able to jam us up. Vielen Dank, Thomas Isalo. Ich fasse das mal, es war sehr viel, ich fasse das mal ein kleines bisschen zusammen. Also er sagt, dass die BG Göttingen, dass der Sieg vollkommen in Ordnung geht. Über die ganzen 40 Minuten gesehen war Göttingen das bessere Team. Sie haben einen schlechten Start in das Spiel gehabt, und das ist nicht zum ersten Mal passiert in dieser Saison. Er hat gedacht, dass sie in Jena ein bisschen sich weiterentwickelt haben, um das zu verhindern. Heute war es aber wieder ein ganz neues Spiel, und Sie haben das nicht geschafft, gut ins Spiel zu starten. Sie haben sich zwar erholt von diesem hohen Rückstand, aber über das ganze Spiel gesehen haben sie es nicht geschafft, eine stabile Leistung zu zeigen. Er sagt, dass die Coaching-Staff von Kreilsheim einen besseren Job machen muss, um die Spieler besser vorzubereiten. Außerdem müssen die Spieler dann besser das ausführen, was die Trainer wollen. Trotzdem sagt er, möchte er nichts von der BG Göttingen wegnehmen. Göttingen hat gut gespielt. Johann Reuerkers macht einen guten Job, und Kreilsheim ist nicht das erste Team, dem das hier passiert ist. Dann bitte ich Johann Reuerkers um sein Statement zum Spiel. Last week, I don't think we played that well in Frankfurt. We really focused on just coming out with a lot more energy than last week. And my guys did a great job responding. I thought they came out really aggressive with a lot of energy on both sides. I was really happy to see that. I do think we got to be a little more consistent there. I think we played around 20 minutes good basketball. I think then we got a little sloppy at times with offensive and defensive execution, which is, of course, when you're up, you know, 24 points, it's not easy to keep your focus, but that's something that we have to work on. Overall, you know, I think Penny Williams, he
he pushed us through that little slop we were in the second half. He was excellent. But you know, we need to would like to have more guys playing consistent. You know, Aukol in the beginning, second half I thought he was very poor. He was excellent at the end. You know, he needs to play somewhere in between. You know, I like the highs, but the downs need to be a little higher. And I think that's with Andrić, with a lot of players. You know, not just with those two. Then we can be pretty good, and then we hope maybe that we finish in 16th place. Vielen Dank, Jörn Reukers. Auch das übersetze ich kurz in einer Zusammenfassung. Er sagt, dass er das Gefühl hatte, dass Göttingen in Frankfurt nicht gut gespielt hat, dass wir heute aber mit sehr viel mehr Energie aus der Kabine gekommen sind, defensiv und offensiv. Und das hat ihn sehr gefreut. Allerdings sagt er, dass wir über das ganze Spiel gesehen konstanter werden müssen. 20 Minuten spielen wir ganz gut und dann spielen wir aber auch wieder nicht so gut. Natürlich ist es bei 24 Punkten Führung immer schwierig, fokussiert zu bleiben. Dennoch hat Penny Williams das Team dann durch diese schwere Phase, als Crailsheim nochmal herankam, durchgetragen. Er war sehr, sehr gut heute. Johann Reuerkas sagt, dass wir aber mehr Spieler brauchen, die über das ganze Spiel gesehen eine konstante Leistung bringen. Beispiel nennt er Stefan Haukohl, der am Anfang nicht so gut gespielt hat und am Ende aber richtig gut war. Und er sagt aber, die Höhen müssen einfach mehr werden, damit wir am Ende dann den 16. Platz erreichen können. Gibt es Fragen an die beiden Coaches? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hier wieder am Samstag, den 10. November gegen Jena. Ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag und eine gute Heimreise, insbesondere den Gästen. Danke.